ich merke, ich bin ziemlich angespannt und ich sehe auch entsprechend aus. Und ich merke auch, dass ich total genervt bin. Jetzt stellen wir hier so einen Handschuh in die Hand da. Und also ich habe gerade zu einer Freundin gesagt, so jetzt in diesem Lockdown, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo es mir wirklich richtig schwer fällt, dass so Spielscheunen zu sind, dass Plätze draußen drinnen zu sind, wo es einfach mit Kind möglich gewesen wäre, noch mal ein bisschen Abwechslung zu haben. Aber jetzt, der jammert, der schreit, es ist nur noch ätzend. Und ja, das ist dann wirklich der Punkt, an dem ich echt an meine Grenzen komme und dann auch dieses Video gleich ständig pausieren muss. Ja, was ist denn bitte? Ja, also ich merke jetzt im Moment, ich komme wirklich an meine Grenze, so richtig, richtig heftig. Und ja, und da habe ich auch noch nicht so richtig die Lösungen für. Also wenn du eine Idee hast, ja, dann abonniere nicht nur den Kanal, sondern schreib auch einen Kommentar rein und schreib, was du jetzt in der Zeit hier im Lockdown machst, was so deine Idee ist, wenn das Kind einfach nur schreit, nölt, nervt, anstrengend ist und dich eigentlich um sich haben will und du dir denkst, boah, scheiße, ich schaffe weder meine Arbeit, noch schaffe ich meine Hausarbeit, noch schaffe ich mal ein bisschen Zeit für mich selber zu haben und irgendwie sowas. Also das ist nämlich genau das, wo ich gerade an allen Punkten so heftig an meine Grenzen komme. Ja. Also, was ich ausprobieren werde, ist, ihn gleich ins Bett zu stecken. Das ist auch oft ein Punkt, wenn er müde ist, dass das ist. Kollidiert natürlich dann mit meinen Einkaufsplänen, Post zu Sachen, Pakete zur Post bringen, Plänen und sowas. Also wenn es gut läuft, schläft er gleich im Auto noch ein. Vielleicht fahre ich eine extra Runde, dann kann er im Auto schlafen. Das klappt meistens recht gut. Also ins Bett bringen ist tatsächlich bei solchen Nullphasen möglich, gerade nachmittags. Ja, jetzt will er mir... Dankeschön, danke. So, hier was zu essen, ne? Willst du wieder haben? Ja, also, na gut, dazu kommt, ich bin wahnsinnig müde. Ich habe jetzt noch so einen Englisch-Test gemacht. Ne, findest du ja hier auch im Kanal dazu die Videos. Und es ist weit über meine Grenze gegangen. Und, ja, okay. Also, Plan 1 ist, ihn zum Schlafen zu legen. Plan 2 ist, was mache ich denn mit ihm? Oder, also ich würde einfach gucken, vielleicht sogar mal, ich habe jetzt so ein Aquadoodle-Spiel. Aquadoodle ist ja so ein Malsystem, wo Kinder mit einem Wasserstift malen. Also wenn sie irgendwo hinmalen, dann ist es nass, aber nicht bunt. Und das wollte ich ihm eigentlich, eigentlich zu Weihnachten schenken. Dann habe ich mir überlegt, das schenke ich ihm zum Nikolaus, dann geht es schneller. Und vielleicht kriegt er es auch jetzt heute schon. Auf jeden Fall, das wäre auch noch eine Idee, ihn mit sowas zu beschäftigen. Ja, also wie gesagt, ich bin echt sehr, sehr an deinen Ideen interessiert. Vor allem auch, wenn du das Video vielleicht erst in ein paar Tagen siehst. Aber je mehr Ideen, desto besser, glaube ich. Okay, jetzt muss ich mich um ihn kümmern und sag deswegen bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Astrid Marie. Ach so, denk dran, abonnieren bitte, bitte!